den Löwenzahn. Leuchtend gelb blüht er im Frühjahr. Und das nicht nur in den schönen und gepflegten Blumengärten, sondern eigentlich überall. Auf jeder Wiese und darüber hinaus auch an jeder Hausecke. Der Löwenzahn blüht auch da, wo sonst kein Leben möglich ist. Und das ziemlich unaufhaltsam. Er ist einfach nicht kaputt zu kriegen. Seine langen, tiefen Wurzeln sprengen sogar Asphalt. Das beeindruckt mich. Der Löwenzahn ist für mich ein Zeichen von unglaublicher Vitalität. Selbst ungünstige Umweltbedingungen hindern ihn nicht am Blühen. Und das alles mit einer unscheinbaren Selbstverständlichkeit. Ich wäre gerne so selbstverständlich vital und energiegeladen wie der Löwenzahn. Freundlich leuchtend würde ich mit meinem Gelb dann das Ende des Winters und den Beginn neuen Lebens verkünden. Als Christin würde ich so, alleine durch mein Sein, von dem Licht erzählen, das durch Jesus in die Welt gekommen ist. Ich kenne tatsächlich Menschen, die mit solch einer Freude und Kraft ihren Glauben leben und dadurch das Evangelium verkünden. Das beeindruckt mich tief. Ich wäre gerne auch so, am liebsten immer und überall. Und mit Elan würde ich mich dann in die Arbeit stürzen und mit Begeisterung für meinen Nächsten da sein und mir bis tief in die Nacht Gedanken machen, wo ich mich noch überall sinnvoll engagieren könnte. Aber dazu fehlt mir gerade jetzt, kurz vor der Sommerpause, oft die Energie. Ich bin ferienreif. Ich fühle mich ausgelaugt, verblüht und leider gar nicht mehr so strahlend wie der Löwenzahn. Doch, apropos Löwenzahn, wo ist der überhaupt geblieben? Wenn ich mich jetzt im Juni in der Natur so umsehe, sind die leuchtend gelben Blüten weitgehend verschwunden. Auch der Löwenzahn blüht eben nicht dauerhaft. Aber er ist damit ja nicht grundsätzlich weg. Nach einer kurzen Zeit des Innehaltens öffnet er seine verblühten Kelche wieder zu wunderschönen Pusteblumen. Die Pusteblume ist so ganz anders als der Löwenzahn. Sie muss nicht aus eigener Kraft schaffen. Sie geht einen anderen Weg. Sie lässt sich gebrauchen. Es ist der Wind, der ihre Samen für sie verbreitet, ganz ohne eigene Anstrengung. Vielleicht ist es auch für mich momentan an der Zeit, die Taktik zu wechseln. Vielleicht sollte ich nach all den Kraftanstrengungen nun auch einmal innehalten und mich gebrauchen lassen von Gott. Gott will ja durch mich wirken. Ich muss nicht alles alleine aus eigener Kraft schaffen. Der Heilige Geist macht die Jüngerinnen und Jünger Jesu stark, damals wie heute. Ich bin nicht alleine mit dem, was mich quält und erschöpft. Dieser Geist Gottes gibt mir Trost, Kraft und Ermutigung. Gerade jetzt an Pfingsten ist es vielleicht Zeit, sich daran zu erinnern und wieder darauf zu besinnen. Ich glaube, dass ich all meine besonderen Fähigkeiten und Gaben erst durch diesen Geist verliehen bekommen habe, wie beim Löwenzahn. Die gelben strahlenden Blumen wachsen doch erst da, wo der Wind die Samen hingeweht hat. Und so ist es tatsächlich letztlich immer Gottes Kraft, die uns Christen über uns hinaus wachsen lässt. Also, nutzen wir die Sommerpause, um innezuhalten, um zu Gott zu kommen und um neue Energie zu tanken. Und Sie werden sehen, der Löwenzahn blüht auch nochmal im Herbst. Also, lassen Sie sich beflügeln und überraschen. Eine erholsame und erfüllte Sommerpause.